Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Kai Wissmann, Glückwunsch zum 2:1-Sieg gegen die Slowakei. Wie war das Spiel heute? Was habt ihr besser gemacht als gestern? Ja, war ein sehr enges Spiel. Ich denke, wir haben sehr gut zusammengehalten, Unterzahl, die nötigen Schüsse geblockt. Und ich denke, das war eine Energieleistung, eine Teamleistung. Der Grubi war natürlich sehr stark drin. Und ja, ich denke, die Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht. Das ist für dich die erste WM seit der U20. Wie fühlt es sich an? Ja, mega geil. Macht mega Spaß, auf dem Niveau zu spielen. Jetzt gestern gegen Kanada und auch heute gegen die Slowakei. Ja, macht mega Spaß. Mehr kann ich nicht sagen. Du bist gerade mit den Eisbären deutscher Meister geworden. Glückwunsch auch nochmal dazu. Das waren sehr enge, sehr harte Playoffs, sehr lange Spiele. Und jetzt wieder zwei Spiele in zwei Tagen. Wie schafft man das? Kopf ausschalten, einfach machen. Gut essen, gut schlafen dazwischen, das ist wichtig. Und ich meine, nach dem Finale, klar, das Finale war sehr hart, hat Energie gekostet, aber wir hatten ja auch einige Tage frei bis zum ersten Spiel hier, deswegen alles gut. Jetzt habt ihr hier von der Nationalmannschaft morgen einen Tag spielfrei. Ist da nur Knochenpflegen angesagt oder weißt du schon, ob ihr noch irgendwas anderes neben dem Eis macht? Bisher weiß ich das tatsächlich nicht. Wir schauen von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel. Und jetzt haben wir heute den Sieg geholt und ich denke, jetzt im Laufe des Abends werden wir dann wissen, wie es morgen weitergeht. Ihr habt zwei Drittel auf eine deutsche Wand gespielt. Also die Fans waren einmal hinterm Tor versammelt. Wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich das angehört? Wie habt ihr das mitbekommen? Ja, mega geil. Auch gestern gegen Kanada fühlt sich eigentlich wie eine Heim-WM, was die Atmosphäre im Stadion angeht. Gut, dann wünschen wir morgen eine gute Erholung und dann geht's weiter. Danke. Danke.